Hallo und herzlich willkommen zu meiner Vortragsreihe. Mein Name ist Susan Freuzheim, ich bin Medium und ich liebe es, mit den Verstorbenen und der geistigen Welt zu arbeiten. Über das, was ich bin, was ich kann, was ich weiß, was ich erfahren durfte und natürlich auch in direkter Zusammenarbeit mit der geistigen Welt, würde ich dir heute gerne die Frage beantworten, wie genau oder was genau können denn Verstorbene alles tun, damit ich sie wahrnehmen kann? Ich weiß, wenn du meinen Kanal verfolgst, habe ich bestimmt das eine oder andere Video auch schon gemacht, was auf die Wahrnehmung der Verstorbenen oder um die Wahrnehmung der Verstorbenen geht. Heute möchte ich dennoch die Möglichkeit nutzen, da noch ein bisschen mehr drauf einzugehen. Wie du weißt, ist alles Energie. Ja, das ist schon mal das erste Thema, weil viele von uns verstehen sich als Körper, als Mensch und nicht als Seele und schon gar nicht als Energie. Aber dennoch, wir sind Energie. Und die Wissenschaft ist so weit mittlerweile, dass wenn wir alles das, was wir als feste Materie sehen, wirklich genau betrachten, dann sind das auch alles schwingende kleinste Teilchen und eigentlich auch Energie. Soweit sind wir zumindest in dem Punkt schon. Aber zurück zur Seele deiner Verstorbenen bzw. deiner geliebten verstorbenen Person. Gehen wir mal davon aus, dass du wirklich die Verstorbenen um dich herum sehr vermisst. Also wir reden jetzt nicht von denen, die du zum Kotzen findest, die du blöd findest, die du doof findest und von denen du zu Lebzeiten schon nichts wissen wolltest. Wir reden nur von denen, die dir wichtig sind, die dir am Herzen liegen, die du sehr vermisst und von denen du am liebsten den ganzen Tag wissen und hören würdest, dass sie da sind. So, was kann diese verstorbene Person dir jetzt für Zeichen geben? Was meinst du? Alles ist Energie. Deine Lieblingsperson aus der geistigen Welt ist jetzt auch Energie. Sie lebt in einer anderen energetischen Form. Jetzt als Seele quasi ohne diesen menschlichen Körper. Wenn sie zu Beginn für sich verstanden hat, wie das so funktioniert und dass sie jetzt Energie ist und dass sie im Endeffekt, was sie mit diesen Energien alles kann, dann wirst du, wenn du für dich das zulassen kannst, kannst du zum Beispiel sowas wie Gänsehaut bekommen, wenn du an sie denkst. Das ist ein direktes Zeichen. Oder du hast wie ein Kribbel durch den ganzen Körper, wie so Mini-Stromschläge. Oder es kann sein, dass du sowas wie einen Druck auf dem Körper empfindest, bei dem Gedanken oder bei dieser Idee, die verstorbene Person könnte bei dir sein. Es kann sein, dass dir warm oder kalt wird, also sich für dich gefühlt körperliche Veränderungen einstellen. Aber alles immer unter dem Aspekt der Liebe. Also du kannst die Liebe dabei auch spüren. Dann kann es sein, dass du ein Gefühl hast von, dich streichelt jemand oder dir fährt jemand durch die Haare oder dich fasst jemand an. Natürlich ist es anders, als wenn ich dich jetzt hier so anfassen würde, aber es ist ein Gefühl von, mich fasst jemand an, mich streichelt jemand. Und wenn das jetzt zum Beispiel mein Lieblingsopa, mein Opa Richard aus der geistigen Welt ist, der mich als Kind immer quasi gestreichelt hat, dann kannst du davon ausgehen, dass das auch eins seiner Zeichen ist, dass ich ihn daran erkenne. Das heißt, es gibt auf der einen Seite körperliche Zeichen, die von Gänsehaut bis Kribbeln, bis Wärme, Kälte, bis gefühlt irgendwie angefasst zu werden, also im Positiven angefasst, nicht irgendwie blöd angefasst. Und es gibt natürlich auch anderes. Es kann sein, dass ich den Geruch wahrnehme. Es kann sein, dass ich, mein Opa hat geraucht, dass ich mit der Idee, mit der Vision, mit dem Wissen, dass er da ist, also immer unter dem Aspekt, dass du selber noch an dir zweifelst, deswegen mache ich ja das Video, dass du damit weißt, Opa, Geruch ist gleich, Opa ist da. Oder du, deine Mutter oder deine Freundin in der geistigen Welt, es hat ein bestimmtes Parfum. Du hast auf einmal diesen Duft in der Nase und denkst gleichzeitig an sie. Das heißt, das sind alles so Verknüpfungen, die dir dabei helfen sollen, wirklich besser für dich zu verstehen, dass deine Lieblingsseele da ist. Und ja, es geht hier alles. Es geht Gegenstände durch die Gegend drücken, es geht Bilder abhängen, umwerfen, umlegen. Das kann sogar mein Hund Emma. Also auch sie hat
innerhalb kürzester Zeit wirklich deutlich physische Zeichen gegeben, sodass ich wusste, sie ist da. Was geht noch? Ach so, mentale Zeichen, ja, die habe ich ganz vergessen. Das heißt, alles, was über die Gedankenebene kommt, das ist natürlich die schwierigste Version, weil du darfst erstmal für dich verstehen lernen, was denn nicht die Stimme in deinem Kopf ist, beziehungsweise was die Stimme der Person aus der geistigen Welt ist. Je mehr du dich dafür interessierst, je mehr du das trainierst, umso deutlicher wirst du irgendwann auch die Stimme wirklich hören können und von deinem Verstand unterscheiden können. Ich hoffe, es war jetzt ein bisschen hilfreich für die Fragen, die mich in die Richtung immer erreichen. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag, freue mich, dass ihr da wart, freue mich, dass ihr mir zugehört habt und hoffe natürlich, dass ich euch damit ein bisschen helfen konnte. Bis demnächst. Tschüss.